Halloween, ein guter Zeitpunkt, um auf schreckliche Fakten zu schauen, die Sparer und Anleger betreffen. Wir schauen zunächst auf die Verzinsung von kurzfristigen Geldanlagen. Einen Zins haben wir leider nicht. Die Inflation ist auf 2,5% gestiegen. Dementsprechend sehen wir hier einen Kaufkraftverlust. Mit sicheren Geldanlagen sind momentan Kapitalanlagerenditen nicht zu erzielen, die ausreichend sind, um die Inflation zu schlagen. Dementsprechend der Realzins ist negativ, in Deutschland etwas über 2%. Leider sind nicht nur die kurzfristigen Zinsen negativ, sondern auch die langfristigen Zinsen sind auf einem sehr niedrigen Niveau. Das bedroht die zinsgebundene Altersvorsorge. Leistungsanpassungen bei Versicherungen, Versorgungswerken und auch Pensionskassen haben wir gesehen. Das Thema wird uns noch lange Zeit begleiten. Dementsprechend die komplette Altersvorsorge, seien es Produkte, die in der Vergangenheit ausgewählt worden sind, sei es die Ruhestandsplanung insgesamt, gehören auf den Prüfstand. Schulden begleiten uns sehr populär seit der globalen Finanzkrise. Die Schulden sind seit dem Jahr 2007 noch einmal massiv angestiegen. Sie können das hier sehen, in dunkelblau entsprechend dargestellt. Die Entwicklung ging nach oben und hier auf der rechten Seite sehen wir die Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung. Auch da sehen wir, die Kennzahlen haben sich wesentlich verschlechtert. Die Schulden sind entsprechend angestiegen. Leider sind die Schulden nicht nur für die Staaten gestiegen in Relation zur Wirtschaftsleistung, sondern eben auch für den Unternehmenssektor. Insgesamt besonders der Anstieg in China spektakulär. Die Schulden im Unternehmenssektor sind jedes Jahr um rund 40% gestiegen über die letzten 10 Jahre. Das ist doch ein durchaus spektakulärer Anstieg, der natürlich Grund zur Besorgnis gibt. Wenn man über Schulden spricht, dann muss man über deren Preis sprechen. Der Preis von Schulden, das ist natürlich der Zins. Und wir sehen, dass der langfristige Trend für US-Staatsanleihen, den Sie hier sehen, dass der gegebenenfalls gebrochen sein könnte. Wir sehen steigende Zinsen. Steigende Zinsen führen zur Neubewertung der Attraktivität von Vermögensklassen. Das führt tendenziell zu höherer Volatilität, also größerer Schwankungsbreite. Und eine größere Schwankungsbreite, die verändert natürlich auch das Bewusstsein der Anleger und sorgt für Stress. Diesen Stress, den sehen momentan insbesondere Anleger, die in den Schwellenländern investiert sind, sei es in China, sei es an den Aktienmärkten, der die aufstrebenden Volkswirtschaften zusammenfasst. Hier haben wir bereits ordentliche Abschläge gesehen, die zu einer Verunsicherung führen. Bitcoin, losgelöst vom Kapitalmarkt, das waren die Spekulationen, die wir haben. Ein großartiger Anstieg, der zu Schlagzeilen führte. Viele Anleger sind erst spät eingestiegen und haben nun mit entsprechenden Verlusten zu kämpfen. Aber, und das ist die positive Nachricht, nach jeder Krise hat sich die Welt weiter gedreht. Ein ausgewogenes Portfolio, hier beispielsweise dargestellt anhand einer Verteilung von 60% Aktien zu 40% Anleihen, sehr gut diversifiziert, regelmäßig rebalanciert, hat doch ordentliche Renditen nach jeder Krise gebracht und ich glaube, so wird es auch nach der nächsten Krise bleiben. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen schönen Halloween wünschen. Machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.